Ich wurde von Christoph Schnorris getaggt. Einen Zelthering mit links zu schnitzen. Oder mit der schwachen Hand. Das mache ich jetzt einmal. Ich habe hier ein Stückchen mit Astgabel. Ist eigentlich, ich tue mit rechts schnitzen, nur das Messer halte ich mit links. Das Messer wird mehr oder weniger fixiert und dann tue ich mit links quasi rückwärts schaben. Holz, schön hart. Ich bin hier in einem meiner Lieblingsorte, wo ich mir mal ein Bett gebaut habe. So baue ich da immer ein bisschen weiter. Aus einem der vorigen Videos ist diese Stelle bekannt mit dem orangegrünen Tarp und jetzt habe ich halt hier noch das Dach mehr und mehr weitergearbeitet. Mit der Daumenkontrolltechnik sieht man auch Feinheiten. Feine Spitze zum Beispiel. So, spitz genug. Auf 4 cm Länge angespitzt. Jetzt habe ich ja hier die Astgabel. Die ist schon ein natürlicher Widerhaken. Ich nur ganz ein bisschen vergrößern. So. Das war's, Christoph. Ich wollte eine Zeltleine halten. Nein. Und ich tagge auch 3 Leute, macht einen Zelthering mit der schwachen Hand. Ich tagge Gesa, mein Freund aus der Ukraine, aus Ungarn, mit dem Kanal Mr. Maiku. Ich tagge Markus, wie hieß der Kanal nochmal, von dem, der mit dem Wolfschatten vor, Wolfsilhouette vor dem Mond. Irgendwas Wolfland oder irgendwie so. Ich schreibe euch aber an. Und als drittes tagge ich Simon. Simon. Von dem möchte ich das auch sehen. Also, es hat Spaß gemacht. Und ich sag mal wieder ciao. Benjamin.